Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, wir sind beim Mann angekommen und haben immer noch 800 MS in der Stage left. Das funktioniert wieder echt super. Ich hätte echt gedacht, dass das Schlimme endet. Und wir sind auch schon in einem guten Orbit. Ich habe also ein bisschen mehr gemacht, als ich angekündigt habe. Aber ich habe gedacht, hey, selbst das Anbremsen in einem Mann-Orbit, das ist ja 0815 heutzutage schon. Also, nehmen wir diesen Weg. Und ja, wir sind schon da. Und derzeit müssen wir nur schauen, dass wir sozusagen hinkommen. Bedeutet, einmal den Orbit zu verringern und hoffen, dass das irgendwo hier so nah wird. Wie nah ist denn da schon? 5,1 Kilometer da. 3,7. Kriege ich noch näher. Dann mache ich einfach Next Orbit. Bin ich hier bei 2,6. Anpinnen wieder. Nee. Nee. Das niedrigste. Okay. Kann ich so vielleicht nicht. Nee. Setzen wir wieder auf 2,1 zurück. Nee, kann ich auch nicht machen. Okay, bedeutet, wir wissen, wo wir hin steuern müssen. 14 ms. Alter. Das ist ja nichts. What the fuck? Das ist ja absolut nichts. Nada, niente. Bedeutet, wieder alles ausdrehen. Und dann ready machen for departure. Also, was eigentlich mein Hauptziel mittlerweile ist, das Erreichen von der von Duna und das dortige Bauen einer Bodenstation. Mit der wir dann sozusagen am Ende uns vom Mars aus weiterentwickeln können. Das wäre so das mein aktuelles persönliches Ziel für dieses Let's Play. Und wir sind auch schon relativ da. Wir haben den ersten Rover da und wir tun uns auf Mann jetzt sozusagen alles herrichten, dass wir einen Flug dahin planen können. Und rein theoretisch können wir die ganze Mann-Station dann auf ein Schiff packen, mitnehmen und dann als Duna-Station planen. Aber dafür fehlt halt noch so Ernährung und bla bla bla. So einiges anderes Zeugs. So, ein bisschen vorspulen wieder. So wie immer halt, ne? Kling. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. So, jetzt sind wir fast schon da, Alter. So geil. Ich bin echt froh. Diesen Punkt habe ich von Anfang an des Let's Plays schon erwartet eigentlich. Eine Mannstation, wo wir bohren können, oder eine Bodenstation, wo wir halt bohren können. Rein theoretisch kann man Convertitron auch runter senden und dann halt Stück für Stück dieses Teil zusammensetzen. Und darauf habe ich ehrlich gesagt schon lange gewartet. Weil es einfach mega geil ist. So, ich habe jetzt schon mal den ersten Boost aktiviert. Schubzeit anpassen. So, und kling. Wie schaut's aus? 2,2 Kilometer. Perfekt. Und jetzt auch so, dass wir dann dorthin kommen. So, jetzt richten wir uns nämlich aus. Oder spulen wir erstmal den Punkt vor, wo wir eben hin müssen. Und dann drehen wir uns gegen, bremsen ab, docken ab oder tun halt die Kappeln und schauen, dass wir uns dann andocken, das Erz abladen oder verwandeln können direkt. Und dann geht es ab Richtung Boden.
Weil die Sonne steht natürlich an einer sehr beschissenen Position, so dass wir nur auf der Seite wirklich arbeiten können. Ja, Sonne, du hast dir wieder einen tollen Platz ausgesucht. Ja, ja. Was meckerst denn du schon wieder? Latte, bist du das? Hört ihr sie meckern? Hört ihr sie? Die sind schon wieder tierisch am Meckern, ich sag's euch. Vögel. Immer diese Vögel. Ja, ja. So leicht anpassen. Aber ganz ehrlich, ich freue mich so drauf, wenn wir endlich ein Schiff haben, mit dem wir Richtung Dune aufbrechen können. Bloß ich würde da gerne dann Nuklearantriebe verwenden, weil ich will nichts abdocken oder sowas. Ich will ein großes Schiff haben, was sich sozusagen auf den Weg macht. Und das ist halt eine speziellere Sache. Aber ich würde das schon mal bald planen und mal angucken, wie das Ganze läuft. Vor allem müssen wir die ganzen einzelnen Station Parts auch designen dann. Das sind ja noch die ganzen Spezialsachen. So, warte mal, wo ist denn jetzt? Alter, es leckt schon. Ich habe schon das Gefühl, dass ich hier irgendwo die Station wahrscheinlich sehe. Station? Bist du hier irgendwo? Station. Da unten. 3,2 Kilometer entfernt. Hier vorspulen. Komm. Oh, mein Spiel hängt. Oh oh. Mein Spiel. So, jetzt halt. Was ist jetzt passiert? Ich glaube, er hat die Space Station geladen. Jetzt leckt's. Hupsi. Denn was ich gerne machen würde, das Schiff als Ganzes bauen, damit keine Docking-Ports dazwischen sind. Die unnötig sind halt, ne? Ist halt wieder so eine Sache. Du musst es dann alles irgendwie auch geregelt bekommen. Stopp, bremst dich aus. Es sind nur 11 Meter pro Sekunde, die hier fehlen. Kann ich das nehmen? Lass doch mal einen kleinen Schub machen hier. So, danke. Und dann wird jetzt dekoppelt. Wie stark ist denn der Dekopplungsdruck eigentlich? Klink. Wieder RCS aktivieren. So schnell ausrichten. Ruhig, ruhig, Bruder, ruhig, ruhig. So. Er an. Eins, null. Perfekt. Jetzt geben wir uns eine kurze Sekunde. Haben wir irgendwo hier einen Satelliten? Nein. Bedeutet, wir müssen auch in der Zukunft unbedingt mal Satelliten bauen. Das wäre gleich gar nicht mal so dumm. Lass sie erstmal aus. Map wieder aktivieren. So, wir sind ready zum Ausrichten. Ich habe schon das Gefühl, dass ich schon wieder merke, dass die Station da ist. Ich hatte so ein Gefühl, weißt du, dass es halt so ein Mikroruckler wieder mittlerweile gibt. Ich glaube, das kommt einfach vor die Paranoia nach einer Zeit hat. Da müssen wir hin. Ah, ich sehe es hier unten an dem Nevball zum Beispiel. Der leckt zwischendurch. Das ist der Wahnsinn.
Wir müssen an den kleinsten Ports andocken. Mit dem einen der größten Schiffe, die wir wahrscheinlich angedockt haben. Obwohl, die anderen sind wahrscheinlich nicht wirklich kleiner. Das Ding ist eh noch wahrscheinlich relativ in Ordnung. Bin ich gerade... Jetzt kommt's. Wie viele Stüben haben die 23? Oh, da muss ich die vom Menschen wieder reparieren lassen. Das ist wieder so der Kack. So, ein bisschen hochboosten. Machen wir auf 20 Meter pro Sekunde, damit wir schnell rankommen. Klack. Dann drehen wir das ganze Teil einmal um. Wir müssen ja schauen, dass wir so schnell wie möglich dorthin kommen, bevor wir einen Aussetzer haben. Bedeutet, jetzt ist die beste Möglichkeit. Das Ganze auch noch zu regeln. So. Stopp! Bin ich vorbeigeflogen, volle Wäsche, oder? Nee, nicht mal. Es geht eigentlich echt. Dafür, dass ich halt echt fast einen kompletten Vorbeiflug gemacht habe, geht das echt. Man sollte nicht zu gierig sein, ne? So heißt es doch. Aber wir sind wenigstens nicht reingecrashed. Das wäre jetzt der Horror gewesen eigentlich. So richtig schön pats rein und dann wäre unsere ganze Arbeit von hunderten, von 50 Folgen kaputt einfach. Hallo Sonne. So, 90 Meter entfernt, perfekt. Eigentlich dürfte ich sowas nicht mal so machen. So, okay. Jetzt kommt der interessanteste Part. Wir müssen hier oben andocken. Als Ziel setzen, 105 Meter entfernt. Und wir wollen von hier steuern. Dann müssen wir das jetzt ausrichten. Erst hier schalten wir natürlich aus. Ah, fuck, schon wieder falsche Richtung. Leck mich doch am Sack. So. Komm. Warum ist das alles invertiert? Ach Gott, das ist... So, okay. Setzen wir den kurz aus. Dämpfen und dann drehe ich einmal das Schiff um. Drehen jetzt das Schiff in die dementsprechende Richtung. Alter, das ist immer so eine scheiß Arbeit, ey. Ich hoffe jetzt auch, dass ich... Ganz ehrlich, ich habe teilweise Angst, dass ich nicht über mein Mikrofon aufnehme. Fragt mich nicht, wieso. Es wird sowieso wieder über das Mikrofon aufgenommen, da bin ich echt relativ sicher. Und so sage ich jetzt drei... Keine Ahnung. Aber es schaut mir so aus, als ob mein Mikrofon voll leise aufnimmt. Aber das tut's ja nicht. Ich glaube, das leckt einfach an der Oberfläche. Und so sage ich wieder was zum Entschuldigen. Haha. So.
Okay, erst jetzt aktivieren und dementsprechend jetzt schieben. Schauen, ob sie noch ein bisschen höher gehen. Ich gehe lieber auf 20 Meter Höhe. Als dass irgendwas schief geht. Problem ist natürlich die Dreiecksform des Teils. Bedeutet, wir haben nicht die... Nicht genau den Punkt, wie wir das haben müssen. Aber das ist doch wenigstens etwas. Ich weiß nicht wieso. Aber hier, Tonaufnahme, Systemgeräusche, alles System voreingestellt. Es sollte alles passen, so. Hatte Stopp, ein bisschen weniger Vorsprung, jetzt bin ich bei 25 Meter. So, okay. Noch ein bisschen Vorspulen. Stopp. Wenn das Spiel einfach Ewigkeiten braucht zum Laden. So. Wir sind auf einem guten Weg. Es lag gar nicht so arg, wie ich mir jetzt vorgestellt hätte. Wir müssen jetzt natürlich dezent schnell auch wieder runter. Weil dadurch, dass ich zum Schutze der Solarpanels extra hochgeflogen bin, haben wir dezenten Abstand. So. Solarmodule einfahren, weil wir sind jetzt kurz vorm Docken. Und da wäre es gleich nicht so schlau, wenn wir sowas in der Nähe hätten. Was sozusagen Probleme machen könnte. So. Schneller runter, schneller näher. Was wollen wir mehr? So, auf 50 runter. Jetzt müssen wir auf Safe spielen. Jetzt kommt ein großes Schiff daher. Was perfekt geparkt gehört. Es ist im Grunde so groß wie die Tanker, aber hat halt einen komplett anderen Dockingport. Er hat den kleinsten Dockingport im Verhältnis Schiff zu Dockingport. Klink. Fertig. So, und rein theoretisch. Hier drin haben wir FT und Oxidator. Convertitron. Hä? Achso, warte mal, ich kann jetzt hier Liquid Fuel. Was brauchen wir jetzt hier? Wir brauchen hier Flüssigtreff, also Liquid Fuel und Oxidator brauchen wir. Liquid Fuel. Machen wir mal Liquid Fuel. Wo steht denn das Erz? Erz? Passiert da was? St
Stopp. Ich muss wahrscheinlich hier drüben wieder anmachen, oder? So typically. Luke öffnen. Luke öffnen. So. Jetzt kann ich ja wahrscheinlich mit Alt. Alt. Aus, aus und aus machen, oder? So, und dann tankt es die da drüben auf. So. Jetzt füllt es den wieder auf. Super. Ich wollte nur zwei ausleeren schnell. Wir müssen jetzt sozusagen gerade schnell alles umtanken, damit es beim Convertitron landet. Und dann kann der Convertitron das bei den anderen alles hoffentlich umwandeln. Ich hoffe das auf jeden Fall. Leute, wir tun. Wenn ich vorspule, passiert da noch mehr? Aus. So, warte mal, wir machen das einfach so. Wir gehen hier in zwei rein, machen aus. Und spulen schnell vor, bis das leer ist. Ich will jetzt nicht noch sehen, ob es funktioniert oder nicht. Das wird mich jetzt noch voll interessieren. Ach scheiße, wir sind hier voll. Anhalten. Und das nochmal aus. So. Ist auch noch voll. Und aus. Ist halt ein bisschen ein Aufwand, das Ganze rumpumpen, aber ist ja wurscht. So. Fertig. Jetzt ist das ganze Erz. Soweit ich das beurteilen kann, aus dem Schiff draußen. Das ist leer. Jetzt nimmst du der hier. Das sind die 900 Erz nehmen können. Und in Liquid Fuel verwandeln können, oder? Warum wird jetzt Kohlendioxid verwandelt? Doch, ein bisschen Liquid Fuel wird aufgefüllt, oder? Ah, minimal. Alter, ja, da brauchst du ewig. Hydrogen, Oxygen. Oxy. Habe ich den falschen Converter schon hochgeschickt? Ich kann es doch ehrlich nicht sagen. Aber in der nächsten Folge würde ich sagen, bringen wir den Rover nach unten, weil der hat ja immer noch gleich gute paar... HMS hat er noch drin. Und dann schauen wir mal, wie gut der bohren kann. Ob der bohren kann oder ob das wieder eine totale Missbenutzung war. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.